Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen zur Städtli-Fasnacht 2016 in Willisau. Dass wir darüber berichten können, haben folgende Firmen erst ermöglicht. Trotz regnerischem Wetterheuer hat sich Städtli mit fasnachtsbegeisterten Leuten gefüllt. Egal welches Wetter, die Städtli-Fasnacht Willisau ist immer ein Erlebnis. Sehen Sie jetzt nach der Narrenmesse den zweiten Höhepunkt, den Einzug von der Zünft, Gucke und Gruppe am Nachmittag mit Start um 13:30 Uhr. Bereits im Anmarsch die jubilierenden Napfruger. Unter der Leitung von Hanni Troxler, gerade im Bild mit dem weißen Kleid, können sie heuer ihres 55-jährigen Bestehen feiern. Die ist 1891 das erste Mal gegründet worden. Sie feiern heute also das 125-jährige Jubiläum. Und aus dem Anlass hat der Knox Troxler eine ganz wunderschöne runde Plakette geschaffen. Sie ist bereits nahezu ausverkauft. Also wer noch eine verwirrt, soll die Chance noch packen. Der Speaker Stefan Gallives hat schon gesagt, die organisierende Karnöffelzunft, begleitet von der Strube Enzi Lochmann. Für Aufregung und vielleicht mit manchem für ein bisschen Angst sorgt das wilde Stadttier an der schweren, eisigen Kette vom Wärter. Und jetzt ist Prominenz im Fernsehen zu sehen. Nein, nicht der. Der neue Zunftmeister, der Stefan Eigenmann, mit seiner bezaubernden Gemahlin Antonia, begleitet von weiteren Mitgliedern der honorigen Karnöffelzunft, unter anderem zu erkennen an den prächtigen Medaillen. Im Anschluss der die Willisauer Wäschweiber, die mit ihrer Unterwäsche sprichwörtlich für Wirbel sorgen. Wegergüsser sorgen mit gefährlichen Grinden und schrägen Tönen für gute Stimmung. Gerade im Gefolge die nicht weniger hübschen Güsserhexen. Das ist aus einer Trickfilmserie von Warner Bros. Dargestellt von einer Willisauer Familiengruppe. Looney Tunes, Granny, Tweety und der Silvester. Freut uns sehr, dass auch Familien an unserer Städtli-Fasnacht mitmachen, gross und klein, soll hier willkommen sein. Und da freut uns immer, wenn wir wieder eine neue Gruppe. So ist es, von der Fasnacht wird man gepackt und mitgerissen. Nummer 7, eine altbekannte Gruppe, eine altbekannte Zunft, seit Jahren bei uns Gast. Herzlich willkommen, Eppere Zunft von Damensellen. Mit dem Zunftmeister, dem Peter Lötzer alias Burgundi I.,
und seiner Partnerin Dagmar. Hauptmann von Eppelzunft ist Franz Jost. Sie haben rund 50 Mitglieder. Und ihr Motto dieses Jahr: Schott sei Dank. Burgundi, die erste mit Gefolge, ist gern dabei am fantastischen Umzug in Willisau. Originelle Leute und Züge, es ist eine Pracht und passt genau zu dieser Vollgas-Fasnacht. Schön sind wir da, Häppele Zunft, Damenselle. Und dann haben wir den Premiere mit der Nummer 8, die wir begrüßen, Guckermusik, Eli Kutzeler von Wettis, und mal hier an der Städtli-Fasnacht. Tambourmajor ist der Lukas Zurmühle, Präsident der Florian Christen. Und wir haben schon wieder ein Jubiläum. 50 Jahre alt sind nämlich die Egli Hutzler, die 1966 gegründet worden sind. Ihr Motto ist Persisches Heer. Es ist eine reine Mannengucker-Musik mit 40 Mitgliedern. Willkommen zu uns auch Egli Hutzler Wettis. Mit wunderschönen Rindern hier sehen, also eine richtige Guckermusik, die noch mit voll maskiertem Lauf. Wunderbar! Mit der Nummer 9 dürfen wir eine Gruppe begrüßen, wo wir einen Liebgast haben, hier zu Willisau. Es ist die Eichenzunft von Hühnenberg im Kanton Zug. Ihr Zunftmeister, also der Präsident ist das, ist der Michael Werder. Und Zunftpaar der Armin der Erste und Helene die Familiäre. Speziell gerade der Armin ist der Cousin von Bruno Bühler, unserem Präsident von der Karnöpfelzunft. Also ein wunderbares Bühler-Treffen hier zu Willisau. Herzlich willkommen Armin und die ganze Eichenzunft von Hüdenberg. 60 Mitglieder, 1976 sind sie gegründet worden und in die Kaffeesäule können scheinbar über 5000 Kaffee pro Stunde trauen. Dann wünschen wir Prost, Festitas.
mit der Nummer 10 immer wieder eine alte bekannte Gruppe, jahrelang für uns dabei. Seewald Dosler, Guckermusik, Seewald Dosler von Menzenau. Seit vielen Jahren pflegen wir ausgezählten Kontakt mit ihnen, auch am Konto genannt für ihre Seewald Dosler, auch sie haben das Jubiläum. 30 Jahre gibt es sie schon, gegründet wurde 1986. Hier ist Motto drum, 30 Jahre Filmreich. Dann muss man Jürgen Pascal nehmen. Präsident ist der Joel Bühler. Die Jürgen, die jetzt mitgeben hat, Seewald Dosler, und ihre grosse Fahrtabzugpunkt ist bereits vorbei. Am 23. Januar ist der stattgefunden, nämlich der legendäre Dosler und Fußball Menschau. Auch das Jahr wieder ein riesen Erfolg. Willkommen bei uns, Seewald Dosler, Menschau. Gäste, weil es auch jedes Jahr auch Schneckenzon von Wallhausen. Mit ihren Zunftmeistern Heinz Bieri und dem Zunftweibel Raymond Palmer. Schneckenzon zählt jetzt Mitglieder. Gegründet wurde ist sie 1926. Und immer dabei, das Wahrzeichen, die grosse Schnecke. Schneckenzunft von Hause, herzlich willkommen, Zunftmeister Heinz Bieri. Mit dem 12. Weitere Guckermusik, die es seit vielen Jahren bewirbt und auch einen schmutzigen Donzig gerne immer auf uns auch haben. Es sind Hüttausänzer von Ubike und Fuchs. Sie haben jetzt wieder gegründet worden, sind sie 1982. Der Tambourmajor ist der Erich Meier, Präsident Ivan Hutz. Sie haben das nächste Jahr ein ganz grosses Jubiläum. Sie werden vom 27. bis 29. Januar 2017 eine riesige Party hochführen und ihr 35-jährigen Bestehen führen. Wir gratulieren schon heute und freuen uns, dass ihr da seid. Wir tauschen für Ubike Fuchs. We'll be right back.
Mit der Nummer 13 begrüßen wir Zum Dünkelweier von Luzern. Zum Dünkelweier ist ebenfalls der Standard für die Wiese, auch in der nach den vielen Jahren dabei. Wir haben uns das Jahr auch im Sommer getroffen, wo sie ihren Ausflug haben und der Station macht und hier für uns aus dem Apparat. Der Zopfmeister ist der Hans Niefeler mit seiner charmanten Frau Monika. Und als Präsident von der Dunkelweier zum Amt der Duri Blättler. Gegründet wurde ist der Verein 1939. Er zählt 46 Aktive. Dunkelweierzunft ist eine Familienzunft aus dem Luzerner Obergrundquartier. Sie wollen Luchtturm wahren, haben ihren Zunftbau, Schädigungsfahrten und wir hier auch Orangen raus, verteilen Orangen. Hier ist ein blau-weißes Kostüm, zeigt Luzerner Landsknecht, das ist das Vorzeichen oben der Zunft. Masken haben sie keine an, damit auch alle am Einzug teilnehmen können, wenn sie es fehlt. Dass die, die allenfalls unter der Maske sein müssen, keine Platzangst haben. Zum Dünkelweier aus Luzern. Das natürlich auch unsere Fasnachtsgruppe von der Juni fehlen. Gipfeli zum. Sie wird zum dritten Mal angeführt vom Zunftmeister Paul Fischer. Gipfeli zum ist 1995 gegründet worden. 45 Erwachsene und Kinder machen in dieser Teil der Fasnachtsgruppe mit. Das selige Zusammensein von Jung und Alt ist genau ihr Zweck. Und das Fasnächtliche Brauchtum soll eben noch weiter vermittelt werden. Und schon freut sich alles weit um, wieder auf den traditionellen Gürtelibau. Der jährliche Höhepunkt von der Teilenfasnachtszeit. Er findet am kommenden Samstag statt. Am Samstag vor dem Fasnachtssonntag in der Anreckerhalle Steyl. Dürkalizum, sei wie! Und neben der Dürkalizum mit der Nummer 15, unsere Willisauer-Gruppenmusik, Ringligüßer. Stolz sind 51 Mitglieder, ihr Motto dieses Jahr, Höllenhunde. Ringli Güsser sind 1992 gegründet worden. Tambourmajor ist der Pius Biedwerk und Präsident Roland Wechsler. Ringli Güsser haben einen internationalen Auftritt gehabt, heute vor einer Woche in Lindau am grossen internationalen Narrentreffen und sind inzwischen auch in Südwiederung bestens bekannt.
und Dennis, herzlich willkommen. Mokerson Etisville. Mokerson Etisville mit dem Zuchtmeister Herbert Brückau, seiner Ehefrau Doris, mit der Prinzessin Natalia und Jacqueline und dem Prinz Joel. Mit dem Zuchtpapa, dem altbekannten Sepp Steiger und Rübel und dem Zuchtkanzler Urs Hutz. Mokerson-Etisville zählt stolze 120 Mitglieder. Er ist 1953 gegründet worden. Und die Zweckbelebung und Pflege vom zelligen Leben erhalten vom Bruchturm in der Gemeinde Etisville. In der Gemeinde Etisville und Alberswil. Und zu Etisville gehört natürlich auch Kotto dazu. Aber in diesen Gemeinden werden die sind aktiv und ein grosses Highlight steht uns bevor am nächsten Sonntag, der grosse Fasnachtsumzug von der Rotalzünd von diesem Jahr. Etisville wird stattfinden, wir kommen dann gerne auf die Öffentlichkeit am nächsten Sonntag. Und es ist mir gemeldet worden, dass bei der Etisweiler Delegation auch der höchste Luzerner dabei ist, der Franz Wüsch. Das freut uns ganz besonders, dass er für ihn ist. Kein Sparprogramm was machen, sondern die Willis auch von Geld ausgeben. Herzlich willkommen, Kantonsratspräsident Franz Wüsch. Von der Hucki-Hachler, der Etisweiler Guttermusik, mit dem Tambourmajor Lukas Arnold und dem Präsidenten Stefan Häusler. Hucki-Hachler gibt es seit 1984 und in das Motto das Jahr: Wir gehen fünf. In der Grossanlass haben sie bereits hinter sich, nämlich hier. Kanti Hachelenheit, beziehungsweise es ist jetzt wieder eine neue Hachelenheit angesagt, am 11. November 2016, also am 11. November Hachelenheit, wo der Kanti Hachelenheit heute ist. Dann geht es weiter auf Peromünster, wo wir ganz herzlich begrüßen. Leckerzunft. Leckerzunft wird regiert von der Zunftmeisterin von der BA, der Erste. 1901 ist die Zunft gegründet worden, die 106 Mitglieder hat. Das Motto der Leckerzunft, von Hollywood bis Bollywood. Ganz großes Kino in Flecken. Immer dabei, wenn Flecken kommt, ist natürlich auch das Pferd von der Frau Zuchtmeister, der Renault Alpine, Jahrgang 1929, wo die AD erste da sicher der Städte auf Sophia. Flecken kommt, hat die Verbundenheit zur Beromünster alten Räume aufrechterhalten. Und verfolgt auch kulturelle und das Kleinwohl in die Ziel.
Nummer 19. Unsere Nachbarn von Gärtnau. Brückenmusik, Seitenglänzer. Mit dem Tambourmajor Roland Rindenberg. Und der Präsident, der Schiedsrichter Präsidentin, der Friska Freiburg. Eberist Mittler, 1987. Und das Motto des Jahres der Seitenscherze, Papa Geil. Wir werden nächstes Jahr wieder ein grosses Jubiläum feiern und merken das vielleicht heute, am 25. Februar, 25. Februar 2017, grosses Fest in Gärtnau mit einem Lach und so. Seitenscherzer, Gärtnau! Geisterzung ist entstanden aus ehemaligen Mitgliedern von der Wucke Musikalhofgeister von Wausen. Und so im Jahr 2008, 12 Mitglieder, angeführt vom Dompfmeister Raphael Helder. Ihr Motto, Brauchtum pflegen und vor allem auch Strassenfassachen. Schön sind wir da, Geisterzung, Wausen. Der Beitrag über die Städtli-Fasnacht Willisau hat nur dank folgenden Inserenten realisiert werden. Und bereits wieder haben wir eine Kuckermusik, die ein Jubiläum feiern. Das Jahr extrem viele Formationen mit Jubiläum. 35 Jahre alt wird nämlich das Jahr Löschko, Frösch, Lochrucker von Zell. Und in das Jubiläumsmotto, Frosch Pintuier. Tambourmajor ist der Kevin Zähner, Präsident Adrian Egli. Frühwürz Mittler. Ihr grosse Event das Jahr, mega Fasnachtsparty von Zell. Zusammen mit einer riesen Menge haben sie das Virus. Röstaufgruppe über 30 Jahre. Und sie werden heute am 5 ab 5 auf dem Kinderplatz ein spezielles Konzert geben, wo nämlich auch rund 70 Leute ehemalige Röstaufgruppe mitmachen, zusammen mit der aktiven Formation. Also nicht verpassen, 5 ab 5 auf dem Kinderplatz. Großes Konzert von der Röstlochkugel Zell mit ihren ehemaligen Mitgliedern.